Das Liebeskarussell von Sara Lombardi scheint sich munter weiterzudrehen. Gerade noch bestätigte ein vermeintlicher Insider ihre Trennung von Freund Roberto. Da müssen wir auch schon die nächste Liebesschlagzeile über die Ex von Pietro Lombardi lesen. Heiratsantrag im TV. Bitte was? Ja, Sie haben richtig gelesen. Sara Lombardi wurde im Fernsehen die Frage aller Fragen gestellt. Jedoch ging weder ihr Ex-Freund Roberto noch ihr Ex-Mann Pietro Lombardi auf die Knie. Tatsächlich hielt Komiker Bastian Bielendorfer um die Hand der bildschönen Brünetten an. Sara Lombardi, Heiratsantrag im TV bei das große Promi-Flaschendrehen. Natürlich handelte es sich dabei nicht um einen echten Heiratsantrag. Das Ganze passierte in der Sat.1-Show das große Promi-Flaschendrehen, bei dem unter anderem Sara Lombardi und Bastian Bielendorfer zu Gast waren. Moderator Hugo Egon Balder hat die Aufgabe, seine Promi-Gäste in verrückte Situationen zu bringen und ihnen intime und lustige Geständnisse zu entlocken. Sara Lombardi, so hielt Bastian Bielendorfer um ihre Hand an. Meine Mama sieht das, ich krieg Ärger, stammelte die 26-Jährige vor den TV-Kameras, als der Komiker vor ihr auf die Knie ging. Doch über Bielendorfers witzige Frage Sara. Als ich dich heute das erste Mal gesehen habe, wie du diesen Ballon aufgeblasen hast, bekam ich die Inspiration, dich zu fragen, willst du meine Bläserin werden? Dürfte sicher auch Saras Mutter gelacht haben. Neben Sara Lombardi waren auch Schlagerstar Patrick Lindner, Sternekoch Nelson Müller und Schauspielerin Janine Kunze zu Gast. Liebes Comeback bei Sara und Pietro Lombardi. Zu den Gründen für die Trennung von Sara Lombardi und Freund Roberto ist bisher nichts bekannt. Ob die Musikerin nun zu ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi zurückkehrt, steht ebenfalls in den Sternen. Bisher hatten beiden ein Liebes-Comeback ausgeschlossen. Doch auch Pietro Lombardi ist noch immer Single. Mehr als heiße Videofreundinnen hatte er nach Sara Lombardi nicht. Folgen Sie nus.de schon bei Facebook, Google Plus und Twitter? Hier finden Sie brandheißen News, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.